Hallo, heute will ich Ihnen zeigen, wie Sie auf Skype Ihre Optionen ändern können. Und zwar speziell die Anzeigeoptionen für Ihre Kontakte. Erstens, hier oben neben Ihrem Benutzernamen sehen Sie dieses Häkchen auf grünem Untergrund. Dann, wenn man nur drauf hält, sieht man auch meinen Online-Status ändern. Wenn man auf den Pfeil klickt, dann kommt hier Online, heißt, Sie sind gerade damit beschäftigt, in Skype irgendetwas zu tun. Abwesend heißt, Sie machen gerade etwas anderes, Sie werden aber benachrichtigt, wenn Sie angerufen werden oder jemand Ihnen eine Nachricht schreibt. Wenn Sie auf Beschäftigt klicken, also auf dieses weiße Minus, auf großen Hintergrund, bekommen Sie keine Informationen mehr, ob Ihnen jemand was anruft oder schreibt. Als Offline anzeigen heißt, man wird als Offline angezeigt und wird dadurch sicher nicht angerufen. Gut. Um das mal hier in der Liste zu zeigen, hier bei Karin Dormeier, sie ist auf Abwesend, was man eben an diesem Zeiger auf gelbem Hintergrund ändert. Dann, man kann hier den Anzeigenamen ändern, indem man rechts draufklickt und dann auf Umbenennen geht. Dann kann man hier einen Namen eingeben. Also wenn man nicht den Skype-Namen angezeigt werden bekommen will, sondern den richtigen Namen, wie eben in diesem Fall. Gut. Ich denke, das waren die wichtigsten Sachen und tschüss.